Grüß Gott allerseits! Nach langer, langer Zeit mal wieder eine neue Runde Mario Kart 8. Und das hat seinen guten Grund. Ich dachte, ich nehme es mal wieder rein, nachdem ich es doch vor einiger Zeit auch mal abgebrochen hatte, weil es doch eher langweilig wurde, da die einzelnen Cups so nur zu zeigen. Links unten sieht man ja, was sich mittlerweile getan hat. Wir haben mittlerweile Version 4.0, also ich glaube das letzte Mal war vor einem Jahr, wo ich es gespielt habe, circa. Oder, ja, ein bisschen weniger. Aber mittlerweile hat sich eben vieles, vieles getan. Speziell was DLC angeht. Es gibt mittlerweile 16 neue DLC-Strecken. Auch mal gegönnt habe. Und das Allerwichtigste, warum ich jetzt eigentlich angefangen habe hier, oder warum ich jetzt hier wieder anfangen will, sich zu Let's Playen. Wir haben einen 200 Kubikzentimeter Cup mit dem letzten Patch dazu bekommen. Wer sich zurückerinnert an die alten Mario Karts, da wusste ja 50, 100 und 150 Kubikzentimeter, das ist normalerweise Standard. Aber jetzt mittlerweile sind wir bei 200 Kubikzentimeter, das ist ordentlich schnell, also könnt ihr euch gleich auf einiges gefasst machen. Hier sieht man, bei den Charakteren hat sich auch einiges getan. Gab ein paar neue DLC-Charaktere, ich fahre in letzter Zeit immer mit meinem Mii. Fahrzeugteile, da hat man mittlerweile auch die volle Auswahl, also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Jetzt haben wir hier die Cups und ich habe mir vorgenommen, ich fange jetzt heute mal nicht ganz von vorne ab mit dem Pilzcup, sondern starte einfach mal mittendrin und zwar gehen wir am besten gleich mal das ganz Neue in den Crossing Cup. Mittlerweile hat sich ja auch insofern was getan, dass auch Zelda und Animal Crossing da irgendwie ihren Weg in Mario Kart gefunden haben. Und ich würde es eigentlich in Zukunft so halten, wenn es denn welche gibt, die das Video auch gern gucken, die dann auch vielleicht auch gerne mal kommentieren. Der Cup, der als erstes angezeigt ist, beziehungsweise der am meisten gewählt wird in den Kommentaren, der, den werde ich auch im nächsten Video dann fahren. Das haben wir jetzt so vorgenommen. Also schreibt ruhig in die Kommentare, welchen Cup ihr als nächstes sehen wollt. Ich werde auch nochmal eine Übersicht machen, welche es genau gibt. Jetzt habe ich gleich, natürlich gleich mal eine Stadt verkackt. Der DLC, den wir jetzt hier sehen, das ist wie gesagt der Crossing Cup. Der ist erst seit... das heißt, es waren jetzt zwei neue Cups, die erst wieder kamen. Die sind dann glaube ich erst seit letzter Woche sowieso erst draußen. Und ich glaube, man merkt es schon ordentlich. Also das hier ist Remake vom Baby Park aus der Gamecube-Version, Double Dash. Und man sieht ja glaube ich, denke ich, gleich mal, wie ich hier zu kämpfen habe. Also, wer nicht gewohnt ist, in Mario Kart zu bremsen, der sollte es sich jetzt besser angewöhnen, würde. Mal die Strecke sowieso ziemlich chaotisch ist. Sieben Runden, das ist hier auch die absolute Ausnahme. Wenn man mal Runden fährt und ich habe überhaupt keinen Überblick. Aber ich glaube, ich bin irgendwie, ich bin auf 2, ich bin auf 2, ja, ich bin auf 1! Boah! Jetzt muss ich nur durchhalten. Boah! Ne, das ist jetzt wirklich richtig ordentlich schnell geworden. Und dadurch gehen auch die, oder gehen auch die Rennen relativ schnell vorbei. Bin selbst noch nicht gewöhnt. Also ich bin gestern mal eine Strecke auf 200 Kubikzentimeter gefahren. Das ist echt... Holla die Waldfee. Das geht richtig ordentlich ab. So, und dann haben wir die nächste Strecke. Das ist Käseland. Remake aus Game Boy Advance Version Mario Kart Super Circuit. Habe ich zwar selbst gespielt, aber denkt mir null. Und ich glaube, ab jetzt wird es richtig heftig. Weil mit der Strecke hatte ich bei 150 Kubikzentimeter schon Probleme. Weil du kommst mit dem Driften teilweise schon gar nicht mehr rum. Das sieht man sogar, die KI, die fliegt hier ab. Uiuiui. Da muss man noch mit den Items klarkommen. Diese kraterartigen Löcher hier kann man nutzen für einen Sprung, wenn ich es mal packen würde, aber boah, jetzt, man fliegt auch weiter. Puh.
die nächste Schwierigkeit. Also nicht nur Geschwindigkeit erhöht, sondern einiges getan. Wow. Nein! Blöder Tod. So. Wo geht's denn hier jetzt nach vorne? No, blauer Panzer hat mich auch mit erwischt. Ich glaube, der grüne auch. Vorteil an meinem Kart, es ist zwar relativ schnell, aber doch relativ schwierig. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier jetzt? Am Arsch der Welt. So, um mir erstmal einen Sprung zu erwischen. Ja. Na, schade, ich wollte eigentlich da links noch zu einem Sprung. Ja, was hat's auch nicht gebracht? Zweiter. Hätte ich so nicht erwartet. Bin jetzt sogar Erster. Boah. Aber man sieht, wenn die anderen Cups vorher noch keine fahrerische Herausforderung waren, jetzt haben wir eine. Boah, ist das schnell. Boah, ich muss wieder bremsen. Nein, 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 nein. Wie auch immer das war. Wenn man hier in diesem Schwebemodus ist, gibt es ja noch einen kleinen Booster, der sich gegenseitig berührt. Und ich habe keinen Plan, wie ich jetzt Erster geworden bin. Das ist... echt verwirrend. Also ich finde die Idee, einfach nochmal die Geschwindigkeit zu erhöhen, richtig, richtig nett, weil... dadurch wird Mario Kart im Prinzip noch chaotischer und noch herausfordernder. Und da macht es sogar auch mal mit der KI ein bisschen Spaß zu spielen. Weil ich auch, war ich auch mit der Grund, warum ich dann die normalen Aufnahmen dann irgendwann abgebrochen habe. Letztes Jahr, weil die KI, das war einfach, sagen wir mal direkt, das war langweilig. Jetzt haben wir hier eine komplett neue Strecke, Wipfelweg heißt die, glaube ich. Boah. Also die basiert jetzt auf gar nichts, die ist einfach komplett neu designt. Mit der habe ich mir auch schon schwer getan. Boah. Boah, ist das... Ui! Oh, sogar... Also, es ist gut zu sehen, dass selbst die KI Schwierigkeiten hat. Und glaubt mir, da gibt's auch noch Strecken, da geht's noch mehr ab. Oh nein, 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 ich runter nicht! Oh! Blödes Ding. Trifft mich dann jetzt der blaue Panzer nicht. Genau, es ist mir auch aufgefallen, dass die KI doch, ja gut, speziell in niedrigeren Cups habe ich gemerkt, egal wie schnell man fährt, die KI ist immer an einem dran. So, jetzt hier... Oh Mann, ich wollte die Abkürzung nehmen. Dann kommt mir Wario noch im Weg. No. Nein, kein roter Panzer, oder? Nee. Uah. Nein, nicht... Oh! Das ist echt tückisch, wenn man jetzt in den Schwebepassagen einen abkriegt, jemanden berührt und dann ein bisschen durch die Gegend fliegt. Das... sorgt nur für noch mehr Chaos. Nein, 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 nein! Oh! Ach, hab ihn, wenigstens einen noch. Zweiter. Also wie ich dir die Ergebnisse einfach kein Plan. Das macht richtig Fun, finde ich. Die neuen Strecken übrigens, die sind auch relativ schnell wieder zu lernen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich sag, die meisten kennt man eigentlich gar nicht. Weil es sind so alte Versionen, die teilweise verwendet wurden. Da haben sie im Prinzip komplett überarbeitet. Und jetzt sind wir hier mal auf der Animal Crossing Rennstrecke. Die hat auch was ganz Besonderes. Die hat, ja, es wird quasi nach dem Zufallsprinzip vor dem Rennen ausgewählt, welche Jahreszeit dort ist.
Jetzt in dem Fall haben wir Winter. Das ist dann... Oh, Mist, so ein Kack. Oh. Jetzt dann insofern auch interessant, dass je nach Jahreszeit auch ein bisschen die Strecke anders ist. Jetzt der Verlauf nicht unbedingt, aber zum Beispiel hier jetzt auf die Geraden, wo wir kommen, ich glaube im Herbst ist es, das sind ja auch ein paar Schanzen, wo man quasi drüber jumpen kann, wo man sich einen kleinen Boost holt. Im Sommer sind hier keine Schneemänner, die einen stören, sondern Maulwürfe. Boah. Und eben so ganz kleine Veränderungen. Oh, ich fahr direkt vor den Baum. Ich glaube, die Äpfel, wenn man die aufsammelt, gibt es auch einen Boost. Und was ich jetzt natürlich noch nicht entdeckt habe, ist... Boah, Alter, ist das schnell! Ist das schnell! Oh nein, nicht meine eigene Bombe, oh Glück gehabt. Ja, nee, die 200 Kubikzentimeter, die habe ich jetzt online noch nicht entdeckt, aber ich muss auch sagen, ich habe das erst seit gestern Abend freigeschaltet. Ah, jetzt hat man es gerade gesehen, wie der Apfel einen Boost gibt. Nein, jetzt habe ich kein Item gekriegt. Oh! Tja, heimtückisch. Immer noch klein. Jetzt kommt alles auf die letzten Itemboxen an. Ja. 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 Also die Strecke und ich, wir werden keine Freunde. Gib Gas. Ich will nicht, dass noch jemand kommt. Ja. Toll. Das hat's jetzt vollgebracht. Aber egal. Ich habe den Cup trotzdem gewonnen. Gott sei Dank. Ja, mein Mii ist enttäuscht. Ja, ist recht. Und damit, hey, wenn ich so auf die Uhr gucke, da kommen wir echt brutal schnell durch mit den Cups. Also hätten sie von mir aus auch die Rundenanzahl nochmal um 1 erhöhen können. Wobei man muss natürlich sagen, Baby Park, das ist natürlich ganz kurz. Von dem her, ja. Die ersten beiden Rennen haben es mir gebracht. Zum Glück. Haben mir hier den Cup-Sieg beschert. Und wie gesagt, am besten ich zeige euch jetzt nochmal die zusätzlichen Cups. Beziehungsweise alle, die ihr auswählen könnt. Wie gesagt, das fände ich super, wenn ich das quasi nach eurer Auswahl machen könnte. Stellen wir noch mal kurz alles ein. Moment. So. Also, wir haben die üblichen. Wir haben Pilz-Cup, wir haben Blumen-Cup, wir haben Stern-Cup und wir haben Spezial-Cup. Dann, was ja seit Mario Kart Wii neu ist, mit den alten Strecken. Panzer-Cup, den Bananen-Cup, den Blatt-Cup und den Blitz-Cup. Was jetzt eben neu kam als DLC, hier den Crossing-Cup, den haben wir gerade eben gespielt. Dann gibt es eben noch den Eye-Cup, den Triforce-Cup und den Glocken-Cup. Wie gesagt, ich fände es toll, wenn ihr da noch eure Auswahl treffen würdet, weil ich habe überhaupt keine Lust, hier jetzt einfach nach der üblichen Reihenfolge vorzugehen. Und dann, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß heute beim Zuschauen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.